Willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video, meine lieben Freunde. Heute um 16 Uhr kam ja ein neuer Trailer raus, wo mal wieder neue Pokémon gezeigt worden sind, wo ich sagen muss, bitte, es kann auch mal aufhören mit dem Pokémon zeigen. Ich meine, wir haben jetzt schon genug Pokémon gesehen und mittlerweile nervt es nur noch, ich kann mir die ganzen Pokémon nicht mehr merken. Das wird einfach too much und das Problem ist einfach, wenn wir so viel vorgestellt bekommen, was haben wir denn noch zum selber erkunden im Spiel an Pokémon? Das ist halt schon ein bisschen blöd, weil, naja, wir möchten halt auch selber noch was erkunden und es wäre halt deswegen cool, dass man, naja, halt noch ein paar Pokémon nicht kennt und nicht jetzt so viele nochmal vorstellt, weil wir haben schon sehr, sehr viele vorgestellt bekommen und ja, das nochmal kurz vorab. Ich hoffe, dass jetzt nicht mehr so viele vorgestellt werden bis zum Release. Und was haben wir denn so alles in dem netten Trailer zu sehen bekommen? Wir haben einmal wieder, naja, das mit dem Pokémon-Reiten mitbekommen. Dann gibt es jetzt die Z-Attacken, da werde ich in einem anderen Video drauf eingehen. Genauso wie auf die neuen Formen, die gezeigt wurden. Da werde ich auch in einem anderen Video drauf eingehen. Heute möchte ich mich auf was Spezielles eingehen. Nämlich auf die Arena-Leiter-Fragezeichen, auf unsere Aufgaben-Fragezeichen und auf die Champions-Fragezeichen. Was ist da in dem Spiel los? Ich habe ja schon in einem vorherigen Video gesagt, dass es keine Arena-Leiter geben wird. Und so wie es aussieht, habe ich damit recht gehabt. Na okay, es war jetzt auch nicht schwer zu predicten. Ich meine, es gibt nur 4 Inseln und 8 Arenen auf 4 Inseln wäre ein bisschen komisch. Aber okay, es gibt dafür Captains. Die werden jetzt, naja, nicht direkt die Arena-Leiter repräsentieren, wie ich finde. Dazu kommen wir nämlich später noch, was die Arena-Leiter repräsentieren wird. Die Captains sind auf jeder Insel und geben uns, naja, Aufgaben. Heißt, es muss nicht mal ein Kampf sein oder sowas. Es kann einfach nur eine ganz stupide Aufgabe sein. Zum Beispiel stehen auch bei manchen irgendwelche Sachen drin. Zum Beispiel bei Maho, herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Da müssen wir wahrscheinlich einfach nur durch den Dschungel da durchwandern und ihr die 4 Zutaten bringen, die sie von uns möchte. Und Tracy, der andere Captain, möchte, dass wir irgendwas mit einem Wasserstrudel machen. Also da gibt es verschiedene Aufgaben, die wir wohl lösen müssen, die wir wohl auf den, naja, ganzen Inseln, naja, haben und die dann halt versuchen müssen zu lösen. Also wir haben halt Aufgaben von jedem dieser 4 Kapitänen, Captains, keine Ahnung, die wir halt lösen müssen. Das ist halt nicht das Arena-Leiter-Prinzip, sondern eher das, ja, auf der Insel gibt es ein Problem, löst das mal bitte. Okay, ist okay, cool. Dann weiß ich aber nicht, ob es noch ein gegnerisches Team geben wird. Das steht natürlich noch in Frage. Das wäre nämlich relativ cool, wenn es noch ein böses Team geben würde, das sich dann auch noch ein bisschen damit einmischt und uns so ein bisschen aufhält bei der ganzen Sache. Ja, also die Sache halt mit den Captain ist auf jeden Fall cool. Das bringt mal was Neues mit ein. So auf jeder Insel eine schöne Aufgabe zu haben, ist auch mal was ganz Schönes. Aber es ist halt kein Arena-Leiter-Ersatz. Es ist nur ein Aufgabenersatz. Der Arena-Leiter-Ersatz kommt nämlich später erst. Dazwischen kommt noch, naja, das Herrscher-Pokémon auf jeder Insel. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir müssen halt eine Prüfung machen. Das ist die Aufgabe, die wir bekommen auf jeder Insel. Und danach kommt ein Herrscher-Pokémon. Das ist dann zum einen die Weiterentwicklung von den Donald Trump-Pokémon, Manguspector. Er ist ein Herrscher und deswegen müssen wir gegen ihn kämpfen, dieses Pokémon. Und das ist halt in einer, naja, bestimmten Form. Wie kann man das sagen? Es hört sich halt in eine, also steht jetzt zum Beispiel, es hört sich in eine besondere Aura und steigert so eine Verteidigung. Keine Ahnung, ob das auf Angriff, auf Geschwindigkeit und sowas alles noch geht und auf sowas all. Auf jeden Fall kann dieser Herrscher, ich weiß nicht, wie man das, ich finde das ein bisschen komisch noch, ich muss da noch ein bisschen mich reinlesen. Auf jeden Fall kann der auf jeden Fall einen Helfer-Pokémon mit reinholen. Das jetzt zum Beispiel in dem Fall die Vorentwicklung von ihm ist. Ich weiß nicht, ob man da jetzt nur die Entwicklungsreihe mit reinnehmen kann als Helfer oder ob das alle Hand am Pokémon sind. Ja gut. Dann steht hier noch, wenn wir die Prüfung bestanden haben und den Herrscher besiegt haben, kommen wir zu den Inselkönigen. Es gibt 4 Inselkönige und davon ist einer Hala. Hala ist der Inselkönig von Mele Mele, der Hauptinsel, wo wir halt starten. Und das ist halt dann so gesehen meiner Meinung nach der Arena-Leiter-Ersatz. Die Inselkönige. Es gibt natürlich auch diese Theorie, dass wir später eine Arena selber aufbauen müssen und dann selber noch die Top 4 kommt und die schlagen müssen oder so. Das war in einem Leak mal drin, halte ich noch nicht für ganz glaubwürdig. Auf jeden Fall ist das so gesehen der Arena-Leiter-Ersatz, der Inselkönig. Das ist halt so gesehen der letzte Spot, den wir, beziehungsweise der letzte Gegner, den wir dann auf der Insel wahrscheinlich haben werden. Findet ihr das gut, dass man das so gelöst hat? Ich weiß noch nicht, was du ganz davon halten soll. Ich muss halt gucken, wie das alles umgesetzt wird.
Aber es ist ganz okay, sage ich mal. Man kann halt nicht immer auf das gleiche Prinzip zurückgreifen, was die Arenen angeht. Aber die Arenen sind halt was ganz Besonderes in Pokémon und haben halt immer schon... Naja, es gehört einfach zu Pokémon dazu. Und das haben die halt einfach jetzt ersetzt. Und mal gucken, was es da noch geben wird. Ich lasse mich da gerne überraschen. Wie gesagt, gerne eure Meinung zu den ganzen Schmarrn mal in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao, Leute. Euer Salo. Haut rein.